Keiner da. Cool. Ich glaube, da ist keiner. Auch nicht der Pier. Trinkt gerade ein Bier. Da drin vielleicht? Ja, in der Hütte. Zu meiner Rechten. Aber ich glaube, es ist da, oder? Ja, da. Es hat nur so ausgesehen. Rein in die gute Stube. Wow, wie höflich. Hey, Sie haben es geschafft. War man nicht vorhin woanders? Die einzige Währung, die hier zählt, sind Rohdiamanten. Roh. So wie Rohschinken. Damit wische ich mir nicht mal den Arsch ab. Wenn Sie für die UFLL arbeiten, werden Sie... Oder Stosnik-Salami. Einer meiner Jungs, nicht der Klügste. Echtes ungarisches Salami. Er hat ihn irgendwo im Lager verstaut und sich dann in der Stadt eine Kugel eingefangen. Oje. Vielleicht haben Sie ihn ja getötet. Ich habe mir Malaria eingefangen. Wenn Sie die Steine wollen, suchen Sie sie. Im Koffer ist ein Palsen, interessiert ja niemanden hier. Ausrichten können. An Ihrer Stelle würde ich mir erstmal Medikamente kaufen. Mit der Malaria ist nicht zu spaßen. Wem sagst du das? Im Mikes. Da hängen die ganzen ausländischen Cabrons rum. Mir hängt schon die Lade bei Fuß. Ich Frontbüro in der Stadt. Ich stelle Sie Gakumba vor und bringe Sie bei uns rein. Gakumba schon wieder, der mit dem Durchfall. Hasta luego. Was? Hast du was? Ich brauche Munition und ich brauche mehr Waffen. Was ist jetzt? Was ist mit meinem Kamerad? Bäh. Das ist nicht mein Kamerad. Bei geöffneter Karte sehen Sie manchmal auf Ihrem GPS ein blinkendes grünes Licht. Oh, was ist dann? Es zeigt an, dass sich in Ihrer Nähe ein Diamantenkoffer befindet. Wow, ein ganzer Koffer. Je näher Sie dem Koffer kommen, desto schneller blinkt das Licht. Wieso eigentlich? Wenn Sie in Richtung des Koffers schauen, hört das Licht auf zu blinken und bleibt an. Das ist Zauberei. Wieso blinkt da alles beim Koffer? Ich glaube, der ist verkabelt. Heidi Kabel. Achso, ich muss erst den Koffer. Da, hey, hast du gesehen? Da hört es auf zu blinken. Nimm mal die Karte runter, ich sehe auch nichts. Da. Ne, genau da. Wahrscheinlich da drin. Wie ist der da? Das hat er nicht gesagt. Es summt sogar. Der liegt ja mitten hier. Brauche ich ja kein GPS. Ein Riesenkoffer, nur ein Diamant drin. Ah. Das ist aber jetzt enttäuschend. Ja, die Waffen, die ihre Gegner fallen lassen, sind alt und unzuverlässig. Ja, das sagt meine Frau auch immer. Statten Sie dem Waffenladen bei Mikes Bar einen Besuch ab, um mit Ihren Diamanten neue Waffen zu kaufen und Ladehemmungen und Aussetzer zu vermeiden. Das könnte wieder meine Frau gesagt haben. Die bemängelt auch immer diese Ladehemmungen. Aber ich habe es noch nie mehr mit Diamanten bei ihr probiert. Ich glaube, das könnte helfen. Bei der nächsten Ladehemmung gebe ich ihr einen Diamanten und schon ist Ruhe. Oh, schau dir die braune Brühe an. Kein Wunder, dass man sich hier Malaria holt. Sogar die Seerosen sind schon ganz grün im Gesicht. Predable. Der Cloaca. Cloaca in der Höhe. Und dann Gaga in der Höhe. Kämpfe zu arbeiten. Kämpfe für Arbeit. Wahrscheinlich, oder? Arbeite, um zu kämpfen. Ja, das sind Dichter. Ja, ja, ja. Drei Finger im Arsch bleiben zwar. Das reimt sich, aber es dichtet nicht. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, den Diamanten hätte ich. Das heißt, wir steigen wieder ins Gefährt. Nimm den offenen Jeep. Brauch nur noch umdrehen. Ich hoffe, die sind Vollkasko versichert. Oh, da rumpelt's. Wo hat er gesagt, soll ich hin? Mikes Bar. Oh, Scheiße. Jetzt geht's in die Zivilisation.
Das ist die Großstadt. Ist da nicht wieder so eine Kontrolle? Straßensperre. Kann ich die da überhaupt reinlassen? Mit meiner Malaria? Ich bin ja Bazillenausscheider. Unter anderem. In der Stadt herrscht Waffenstillstand. Wenn sie auf jemanden schießen, werden alle das Feuer auf sie öffnen. Auf ihrer Karte finden sie die Grenzen der Waffenstillstandszone. Wow, aber es macht ja keinen Spaß. Die schießen zurück, wenn ich auf sie schieße. Wie langweilig. Muss ich jetzt meine Waffen abgeben? Nee, der genehmigt sich einen aus der Pulle. Recht hat der Mann. Kein Wunder, dass hier Waffenstillstand ist. Hier ist niemand. Was willst du? Was? Was brauchst du? Boah, der hat große Augen. Ich glaube, der ist high. Besser nicht ansprechen. Wo muss ich hin? Moment. Meine Karte sagt mir alles. Zur Faust. Der Weg der donnernden Faust. Ich bin hier falsch. Ich muss ganz woanders hin. Wieso ist das Haus eigentlich rot? Da ist ein Autobus. Ist das meiner? Ich muss mal den Maßstab ändern. Nee, es geht nicht. Wie ändere ich jetzt den Maßstab? Ich habe schon wieder vergessen. Scheiße, ich hätte doch aufpassen sollen. Ich weiß, wer den Präsidenten erledigt hat. Woher willst du das? Ah, R ist es. Die Mike's Bar, das ist gleich da vorne. Das ist ja schon außerhalb der Stadt. Das ist ja irgendwie eigenartig. Das heißt, ich kann ja gar nicht durchfahren, oder wie? Muss ich zu Fuß gehen? Der Kerl quatscht zu viel, er findet seinen Kopf bald auf dem Pfahl wieder. Ja, ich glaube, ich hätte rundum fahren sollen, nicht Rindvieh. Habt ihr hier ein Auto? Ich hol mein Auto wieder. Hey! Du mich auch. Oh! Schau, wie mir dir gleich der Kopf schwirrt. Ich bin erst 3 Meter gerannt und schon. Saust's in der Birne. Ja, ich schlag vor, ich fahr da mal rundherum. Ich wusste ja nicht, dass. Ups. Dass es nicht in der Stadt ist. Es lag ja nahe, der Gedanke. Müsst ihr zugeben. Egal, wir haben Hallo gesagt. Wir sind gar nicht mal so unfreundlich gewesen. Na, ich glaube, das ist nicht richtig. Ups. Vielleicht eher da lang. Und hier abbiegen. Also, ah, da wäre auch ein Auto gewesen. Nee, ist auch falsch. Scheiße, scheiße. Ja, das ist eindeutig die falsche Abzweigung. Ich wäre vorhin richtig gewesen. Oh Gott. Das geht ja gut los. Mensch. Oh Gott, oh Gott. Es gibt 2 Wege und ich habe mich schon wieder verlaufen. Da verfahren. Trotz GPS. Ah. Ich glaube, ab jetzt ist nicht mehr so schwer. Es gibt nur die eine Straße. Mike's Bar steht da schon. Oh! Offroad. Was, ich fahre 100? Das gibt's auch nicht. Das sind doch keine 100. Wenn das 100 ist, dann fährt meine Großmutter schneller im Rollstuhl. So, da ist Mike's Bar. Mit den Dollarzeichen das oder das da? Genau das da. Sieht gar nicht aus wie Mike's Bar. Dieses Gebäude ist ein Waffenladen. Aha, ich dachte, hier kriege ich Tequila. Dabei kriege ich hier Molotow. Wenn der Waffenhändler hier ist, bietet
er ihnen Missionen an, durch die neue Waffen und Ausrüstung freigeschaltet werden, die sie über den Computer kaufen können. Im Moment ist der Waffenhändler nicht verfügbar. Wieso haben sie mich dann hierher geschickt, ihr Rentvier? Ach ja, der ist gar nicht da, schau. Wahrscheinlich ein Schäferstündchen nebenan. Ich speichere mal. Ist mir alles suspekt. Oh. Die Spritzen sind voll. Was will der Mensch mehr? Er hat gesagt, ich soll hierher. Zur Mike's Bar. Das ist eigenartig. Ich kenne mich nicht mehr aus. Vielleicht ist es doch das. Nee. Das ist die Selbstbedienung hier. So bin ich nicht gleich hier rein. Gibt's denn hier Schönes? Ein Pfeil und Bogen. Oh. Was ist das? Feuerzeugbenzin. Stehe. Für den Molotow. Soll ich... Nee, brauch keine Schrotflinte. Ich brauche eher Distanzwaffen für den Moment, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, was ich falsch mache. Oder ist das Mike's Bar? Ich meine, das sieht eher nach Mike's Bar aus, wenn du mich fragst. Da ist ein Sektglas. Und da steht außerdem Willkommen. Sieht schon gastfreundlich aus. Tote Hose. Scheiße. Sind alle ausgeflogen. Ja, wo sind denn die alle? Kommt raus. Die haben Angst vor mir. Keine Snacks hier. Gar nichts. Wie spät haben wir es eigentlich? Vielleicht ist mitten in der Nacht und ich weiß es gar nicht. Vielleicht geht die Sonne nicht unter. Oh, da raschelt was im Gebüsch. Eigentlich Krokodile. Ich hab mir sagen lassen, die soll es hier geben. In Afrika. Aber ich bin ja nur auf der Durchreise. So, ich schau noch da auf das Haus rauf. Also zum Haus rauf. Da hat jemand den Radio nicht abgeschaltet. Les 3 Del Rio. Eine Musikkassette. Cool. Das ist ja ein Nostalgietrip. When nothing less than the best will do. Aha. Wenn nur das Beste gut genug ist. Dann saufen sie Seko. Ja, ich muss euch sagen, ich bin überfragt. Wieso hier niemand ist? Was mache ich falsch? Ich schau mal auf meine Mission. Nutzen Sie den Computer des Waffenladens. Ja, da sagt er, das geht nicht, wenn keiner da ist. Vielleicht geht's doch. Ja. Ist mir recht. Ah, es geht doch. Oh, nicht so nah. Bin doch nicht kurzsichtig. Mögen Sie große Explosionen? Ja. Nein, ich mag Implosionen in der Spirale, aber sonst nirgends. Der RPG-7 Raketenwerfer und das ferngelenkte Raketensystem sind perfekte Waffen gegen Fahrzeuge. Sprengsätze und der M79 Granatwerfer anstelle einer Standardfeuerwaffe versorgen Sie mit enormer Sprengkraft. Das MGL ist eine Primärwaffe, die Ihnen mehr Sprengkraft verleiht als jede andere. Ja, das sind alles Marketing-Parolen. Wow, und das ist ein C64? Ich will keine neuen Waffen kaufen. Muss ich? Ich habe 10 Diamanten. Die wollen genau, dass ich dies da kaufe und das da. Wetten wir? Was wollen wir wetten?
Bezahlen. Okay. Sobald Sie eine Waffe gekauft haben, stehen Ihnen in der Waffenkammer nebenan eine unbegrenzte Anzahl dieser Waffenart zur Verfügung. Aber die habe ich ja schon gefunden. Wieso habe ich die jetzt nochmal kaufen müssen? Die haben mir das aufgezwungen. Siehst du, sonst wäre nichts weitergegangen. Ich habe das gekauft, was ich schon besessen habe. Wie doof ist das denn? Ja, von mir aus. Missionen freigeschaltet. Wieso? Ich war doch gerade... Ah. Ist auf einmal wer da drin jetzt? Ne, die wollen noch, dass ich da reingehe. Verstehe. Ich hab doch schon alles genommen, Mann. Oh Gott. Irgendwas ist hier nicht ganz in Ordnung. Das war die Mission. Ja, fragt mich nicht, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe nur die Waffe gegen die andere ausgetauscht. Außerdem schauen die völlig identisch aus.